Kolleginnen und Kollegen, Fischereipolitik ist eine wesentliche Kompetenz der Europäischen Union. Das macht auch Sinn, da Fische ja und deren Bestände nicht an imaginären Landesgrenzen in Gewässern Halt machen. So werden nun auf europäischer Ebene Halt auf Fangquoten vorgegeben. Letztes Jahr erstmalig auch die Einbeziehung von Freizeitfischern, Anglern und Angelkuttern in Bezug zu Dorsch und auch Wolfsbarsch, der bisher noch nicht so häufig hier vorkommt. Das sogenannte Backlimit, eine Tagesfangbegrenzung. Und seit letztem Jahr dürfen in Schleswig-Holstein pro Tag pro Angler maximal noch 5 Dorsche geangelt werden. Und der Anlass dieser Gesetzesänderung, weswegen wir jetzt hier in der zweiten Lesung sprechen, ist der Umstand, dass dieses EU-Recht halt auch in Schleswig-Holstein irgendwie geahndet werden muss. Und dass Regelungen natürlich nur Sinn machen, wenn man sie auch kontrollieren kann, dass es einleuchtet. Und deswegen unterstützen wir natürlich auch die Etablierung von Fischereiaufsichtsassistenzen, die den Fischereiaufsichtsbeamten beigestellt werden sollen. Darüber hinaus sorgte allerdings der erste öffentliche Gesetzesentwurf des Umwelt- und Fischereiministeriums in der FDP-Fraktion nicht unbedingt für Freudenstaumel. Die schon erwähnte angedachte Kontrolle der GPS-Daten wurde nicht nur von der FDP-Fraktion kritisiert, sondern auch vom unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz und dann aber auch zum Glück sehr schnell wieder fallen gelassen. Wie eingangs erwähnt, Fischereipolitik ist Sache der Europäischen Union. Daher konnten wir uns auch der angedachten Kompetenzerweiterung des WLUNS nicht anschließen, bei allen Fischarten, also nicht nur Meeresfischen, sondern auch denjenigen in den Binnengewässern, Höchstfang- und Anlandemengen auf Landesebene festsetzen zu können. Unterschiede zwischen den nördlichen Bundesländern machen hier wenig Sinn. Und bei Binnengewässern bitten wir darum, den Hegepflichtigen, das sind meistens die Angelvereine und die Anglerinnen und Angler dahinter, ihre gewissenhafte Arbeit nachkommen zu lassen und dies auch mehr zu unterstützen. Denn mit vielen zeitlichen und finanziellen Engagement werden hier Hegepläne erstellt, Besatzmaßnahmen vorgenommen und auch immer öffentlich ausgelegt. Die Angelvereine und die Anglerinnen und Angler sind die Ersten, die auch mitbekommen, wenn es einem Fischbestand oder einer Art in einem Gewässer nicht gut geht und steuern natürlich dann auch gleich dagegen. Des Weiteren gibt es bereits schon mit Schonzeiten und Mindestmaßen, die auch landesseitig vorgeben, gute Regelungen, um Bestände zu schonen. Mindestmaße ist auch ein gutes Stichwort. Hierzu haben wir ja bereits schon eine Debatte geführt, wie wir mit maßigen Fischen umgehen. Und der vom Landtag geforderte runde Tisch wurde sehr schnell vom Umweltministerium einberufen und es gab ein Gespräch mit Fachverbänden im Ministerium und Abgeordneten. Und dabei wurde in der Runde festgestellt, dass es mit der derzeitigen Formulierung des § 39 Landesfischereischutzgesetz Auslegungsprobleme in der Praxis gibt. Die Formulierung wird nun so geändert, dass der Regelungscharakter für alle eindeutiger ist. Das ist der Grund, weswegen wir diesen Paragraphen ändern. Denn wer beim Hechtangeln beispielsweise einen maßigen Wels oder einen Döbel anlandet, macht sich nicht strafbar, wenn er diesen wieder zurücksetzt. Wer allerdings zum Beispiel auf große Welse aus ist, keinen Kescher dabei hat, dies nur tut, um sich am Ende mit dem Tier zu filmen, um es wieder auszusetzen, um es dann am nächsten Tag wieder zu fangen, der handelt nicht rechtskonform. Und das ist nicht so, weil es im § 39 mit Catch and Release drinsteht, sondern weil es bundesgesetzlich bereits geregelt ist. Deswegen, liebe Kollegin Frau Metzner, ist es klar, dass es in Mecklenburg-Vorpommern verboten ist. Es ist in den anderen 15 Bundesländern auch verboten, weil es halt Bundesgesetzgebung ist. Aber in Schleswig-Holstein hatten wir eine faktische Alleinstellung, da die Formulierung so abstrus ein Stück weit gewesen ist, dass die Anglerinnen und Angler auch bei den Fischereilehrprüfungen nicht sicher waren, wie damit umgegangen werden soll. Insofern ist es jetzt klar, nicht jeder maßige Fisch, der in Schleswig-Holstein gefangen wird, muss getötet werden. Das ist die Klarstellung, die wir mit haben. Und das ist insofern ein guter Tag für den Tierschutz und für die Hege der Bestände. Und ich möchte hier an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ministeriums als auch an die jeweiligen Fachverbände den Dank der FDP-Fraktion ausrichten, die sich hier sehr konstruktiv und pragmatisch mit der Auslegungsproblemlage umgegangen sind und eine tragfähige Lösung vorgelegt haben und erarbeitet haben. Ich bitte daher um Zustimmung zum vom Ausschuss geänderten Gesetzentwurf. Vielen Dank.